Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures. Ja, wir waren das letzte Mal im Bohrturm und wir sind auch immer noch im Bohrturm, auch wenn der Level jetzt anders heißt. Ja, ich habe schon mal drin gespeichert. Und zwar heißt der Level die Tiefe. Ja, schauen wir uns doch mal an, warum der Level so heißt. Da unten sollten wir erstmal nicht reinfallen, denn dann werden wir dort in diese Schraube reingezogen und zerhackstückelt. Das wäre nicht so toll. Deswegen springen wir da erstmal rüber an die Leiter. Und. Ein Schalter. Ja, es ist sehr naheliegend, was dieser Schalter macht, denn eigentlich können wir uns ja nicht wirklich hier bewegen, solange diese Schiffsschraube da unten an ist. Sehr schön. Oh, ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich diese Seitwärtsschritte mal irgendwie mache. Das ist immer noch der Tomb Raider 1-Modus, in dem ich hier teilweise spiele. Ja, dann können wir uns da unten umsehen. Da unten ist erstmal ein Hebel. Und hier ist eine Tür. Ach ja, daran kann ich mich erinnern. Ach Gott. Ja, ich mag diesen Level ehrlich gesagt nicht ganz so sehr wie den Level davor. Aber er ist trotzdem ganz okay. Ich wusste doch, dass da hinten noch was ist. Obwohl ich eigentlich fast schon gedacht habe, es könnte ein Geheimnis sein. Gleich zwei Granatpäckchen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch wieder an die Oberfläche kommen. Ja, gut. Es reicht locker. Okay. Luft. Ah. Okay. Gut, dann betätigen wir jetzt den Hebel. Dann bekommen wir auch gleich Besuch. Frage ist, kann dieser Besuch schießen? Ich höre die Schritte. Trotz des Lärms. Na? Ah, okay, dann ziehen wir uns halt an Land und kam doch einer. Ja, da hinten ist einer. Aber hier vorne doch auch. Ach, ich feige Sau mal wieder. Ja. Oh ja, klar. Oh, super. Wir haben nicht nur 11 Schuss gebraucht mit der blöden Schrotflinte. Nein. Wir haben uns auch noch fast die Hälfte der Lebensenergie abgezogen. Ja, schön. Dafür kriege ich jetzt 2 Schuss Schrotflinte. Und ein bisschen Uzi-Munition. Ich hätte das eigentlich gleich mal mit den Granaten machen sollen. Die kamen ja so auf einer Stelle, zumindest der Hund und der andere Typi. Da drüben sind gleich mal 2 Schläger. Ja, nie ist klar. Ich habe fast schon keine Lust, das zu speichern, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das in dem Let's Play nicht zu machen. Da so super sparsam zu sein.
Ja, hier kommen wir, glaube ich, einfach nur in das Wasserbecken rein, was wir hier vor uns haben. Denn wir müssen da jetzt irgendwie rüber zu diesen beiden netten Typen. Aber dummerweise stören uns natürlich hier diese Kranhaken. Oh, kommt doch mal bitte her. Ich will nicht euch fertig machen, wenn ich drüben bin. Ich will euch gleich fertig machen. Was ist das denn da am Rand? Sieht aus wie irgendwelche dunklen Pfützen oder so. Da hinten in dem Korridor. Na gut. Obwohl, gibt es hier unten noch was drin? Es wäre ärgerlich, wenn ich dann drüben bin und dann feststelle, ich möchte da doch nochmal rein. Ja, komm her, komm her, komm her! Komm wieder hoch, komm wieder hoch. Trifft sie ihn überhaupt? Wo hängt er denn jetzt fest? Na gut, okay. Das ist jetzt wahrscheinlich der zweite. Sonst, denn der erste wäre jetzt schon zusammengebrochen. Na, wo läuft er lang? Der erste war einmal. Ja, der zweite mag nicht dazu kommen. Na gut. Ja, die Gegner hier in diesem Level sind ein bisschen heftiger und wir sehen auch, dass es einige knifflige Sprungrätsel gibt. Und dies hier ist quasi das erste davon. Und ich glaube, gleich im Raum dahinter wird uns ein weiteres kniffliges Sprungrätsel erwarten. Okay, also offensichtlich war da jetzt nichts drin. Also zumindest habe ich jetzt. Ich war so sehr damit beschäftigt, irgendwas zu sagen, dass ich mich gar nicht richtig umgeguckt habe. Aber ich gehe einfach davon aus, dass da nichts drin war. Mensch, ich bin heute irgendwie nicht bei der Sache. Das ist nicht so schön. Ein bisschen mehr Konzentration, Madame. Okay. Jetzt speichern wir doch. Mich daran mit einem Sprung. Sehr schön. Ah, okay. Aber da komme ich nicht rüber, ohne Anlauf zu nehmen. Oh Gott. Okay. Triffst mich ja auch nicht. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Okay, dann ist es doch gar nicht so schlimm. Sondern alles machbar hier. Na komm, komm hier. Wieder irgendwelche Messgeräte. Ach, ja, sehr geil. Wie soll ich jetzt an die Fackeln rankommen, Spiel? Ich sowas einfach nur liebe. Na, wenigstens sind es nur Fackeln und nichts anderes super Wichtiges. Ja, da ist irgendwas Ekliges, Kochendes, was auch immer drin. Das könnte vielleicht kochendes Öl sein, auch wenn ich dann nicht so ganz verstehe, warum es so grün ist. Aha.
Vielleicht ist es auch irgendeine Säure oder so ein Kram, aber es ist natürlich sehr unrealistisch, dass es irgendwo auf einem Ölbohrturm ein Becken mit Säure gibt. Ja, nee, ist klar. Ja, da ist ein Geheimnis drin. Da wollen wir natürlich ran. Und ich glaube, das ist doch alles gar nicht so kompliziert, wie ich das in Erinnerung habe. Das zumindest war jetzt nicht so schwer. Aha. Ich wollte gerade sagen, es gibt gar kein Geräusch. Aber von hier aus. Jetzt dort runterzukommen, ich glaube, das war gar nicht so einfach. Ich bin aber zu früh abgesprungen. Sieht eigentlich gar nicht so weit aus von hier. Okay. So, jetzt versuche ich es noch ohne festhalten. Manchmal macht sie das ja dann, dass sie dann einfach rüberspringt. Ja, genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ach ja, genau. Sie ist so hoch, dass wir das Ende gar nicht erkennen können. Ja, der Level heißt die Tiefe, aber jetzt müssen wir erst einmal ein ganzes Stück in die Höhe. Und ich hoffe, dass jetzt hier irgendwie nichts hinter uns ist, keine versteckte Nische oder sowas. Das wäre nämlich ziemlich fies. Aber können wir mal von oben runter gucken, da sehen wir das sicherlich besser. Ja, noch ein Stück, Lara. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet so eine Leiter hochklettern und dann hängt ihr da so da oben und seht, dass es noch ein ganz schönes Stück ist. Dann lässt die Kraft in den Armen nach. Oh, da war tatsächlich noch eine Nische. Aber es kann auch sein, dass wir da später erst rankommen. Ja, offensichtlich sind wir jetzt irgendwo ganz oben. Hier liegt noch mal ein bisschen Munition rum. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, da haben wir einmal Automatikmunition. Vier Automatik haben wir jetzt. 314, ja, die könnte ich auch mal wieder öfter benutzen. Und MG-Munition. Das MG haben wir immer noch nicht. Ich frage mich auch gerade, wann wir das kriegen. Ich weiß es gerade gar nicht. Ach ja. Ach ja. Ich erinnere mich. Ja, da geht es hinunter und ich weiß gerade nicht genau, ob wir rückwärts oder vorwärts runter müssen. Lassen wir uns doch überraschen. Jedenfalls sind wir auch dort unten wieder nicht allein. Ja, ich höre ihn doch schon. Ja, geil. Schieß mich ab.
Ja. Ja, wir bräuchten mal ein kleines Medipack und ich müsste mal endlich diese Zahl von Fraps mal verschieben. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Bis gleich.